Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Fakt, Fahrbüro aktuell. Unsere neue Nachrichtensendung, die ab sofort wöchentlich ab dem Dienstag verfügbar sein wird. Denn uns ist es ein Anliegen, dass wir als Fahrgemeinde miteinander im Gespräch sind, einen Austausch pflegen und uns gegenseitig auch informieren über das, was in der Woche ansteht oder auch was anstand. Denn wir im Fahrteam haben eine Dienstbesprechung, immer freitags treffen wir uns, aber auch da ist es wichtig, das Besprochene auch nach außen zu tragen, über den PGR und darüber hinaus. So möchte ich beginnen mit einem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Am Samstag fand unsere Sternsinger-Aktion statt. Nach der feierlichen Aussendung durch Pfarrer Liebig verteilten die Gruppenleiter Segensbriefe und damit auch die Segensaufkleber in die angemeldeten Haushalte. Es war sehr schön, dass so die Aktion, auch wenn ganz anders, so stattfinden konnte. Am Sonntag, Taufe des Herrn, wurde am Gottesdienst in St. Pius um 8.30 Uhr Frau Angelika Hau, die langjährige Pfarrsekretärin, verabschiedet. Wir danken ihr sehr für ihren Dienst hier im Pfarrteam und auch für die ganze Pfarrgemeinden. Begrüßt wurde gleich ihre Nachfolgerin, Frau Medler-Hermann. Und auch begrüßt wurde unsere Verwaltungsleiterin, die schon seit Sommer letzten Jahres tätig ist, bei uns, Frau Iris Schumann. Auch am Sonntag, eine ganz lustige Begebenheit, Pfarrer Liebig rief mich kurz vorm Gottesdienst an oder eine halbe Stunde vorher und sagte, sein Auto springt nicht mehr an, ich müsse ihn holen. Gesagt, getan, aber das Auto ist schon wieder gestern repariert worden. Wollen wir auf diese Woche schauen, auf einen kleinen Ausblick, was steht diese Woche an? Wir machen uns gerade viele Gedanken, wie wir die Sakramentenvorbereitung jetzt in diesen Zeiten machen können. Bei der Erstkommunion sind wir dran, wir hatten schon immer mal eine Online-Gruppenstunde und werden das auch jetzt im Januar so weiter fortführen. Schreiben jetzt gerade einen Brief an die Eltern und auch an die Kinder, damit sie einfach mit uns weiter in Kontakt bleiben. Darüber hinaus bei der Firmenvorbereitung, die ab März beginnt, fangen wir nun auch an, nochmal zu reflektieren, wie die letzte Firmenvorbereitung war und schauen jetzt mit den Katecheten, wie wir starten können. So sind unsere ganzen Gruppenstunden, wie die Gruppenstunde zweites Schuljahr oder unsere Messchen-Gruppenstunden, natürlich mit Präsenz nicht möglich. Daher schauen wir auch dort, was online möglich ist. Leider gibt es zu vermelden, dass die Beerdigungen mehr und mehr zunehmen. Im Vergleich zum letzten Jahr sind es schon deutlich mehr. Auch in dieser Woche stehen wieder zwei an. Leider auch bedingt durch Corona. Unsere Verwaltungsleiterin ist mit dem Sekretariat daran, unseren Haushaltsabschluss fertigzustellen. Auch da ist gerade viel mit dem Kindergarten zu kommunizieren. Es gibt noch zu berichten, dass viele Messintentionen eingehen. Das freut uns sehr, dass wir die Menschen nicht vergessen, die uns vorausgegangen sind. Daher auch wieder die Einladung, bestellen Sie eine Messe für jemanden, der Ihnen sehr liebgewonnen ist. Am heutigen Morgen und am Sonntag schon sind ganz viele Spenden der Sternsinger-Aktion in unseren Briefkasten gelandet. Dafür schon jetzt ein herzliches Vergelt's Gott und vielen Dank, dass so viele Spenden jetzt schon eingegangen sind. Weiterhin machen wir uns gerade Gedanken über gewisse Zielgruppen in unsere Pfarrgemeinden. Wie geht es jetzt gerade den Familien in diesen Homeoffice-Zeiten, wo die Kinder zu Hause sind? Was wünschen sich Familien? Aber auch andere Gruppen, wie vielleicht auch die Frauen, wo es mit der KfD gerade etwas zurückgegangen ist und was gibt da vielleicht Möglichkeiten für etwas Neues? Weiterhin ist es uns wichtig, jetzt Kontakt zu den Kranken und zu den Senioren zu halten. Auch da sind wir am Überlegen, wie das mit Briefen und Impulsen möglich ist. Denn es ist uns wichtig, gerade die nicht zu vergessen, die gerade ganz alleine sind und vielleicht auch Angst haben, die Bedenken haben, in den Gottesdienst zu kommen. Wie ist da persönliche Bindung und Beziehung möglich? Das beschäftigt uns in den Dienstbesprechungen und auch immer wieder in den Gesprächen hier im Fahrbüro. Kommen wir zu unserer weiteren Kategorie. Mach mit! Was wünschen Sie sich denn von Ihrer Pfarrgemeinde, von St. Pius, von St. Antonius oder auch wenn andere zugeschaltet haben? Was wünschen Sie sich von Kirche? Teilen Sie es doch mit! Schreiben Sie uns hier in Künzell oder in Pius oder auf Ihrer Pfarrgemeinde. Was ist ein Wunsch, wo Sie sagen, da könnte Kirche jetzt präsent sein und mir etwas mit auf den Weg geben? So möchte ich Ihnen zum Abschluss
von unserer ersten Nachrichtensendung auch etwas mit auf den Weg geben. Ein gutes Wort für die Woche. Verzweiflung oder Hoffnung? Angst oder Vertrauen? Hass oder Liebe? Unglaube oder Glaube? Neid oder Wohlwollen? Streit oder Frieden? Feindschaft oder Freundschaft? Unsere Entscheidung machen wir mit. Damit herzliche Grüße aus unserem Fahrbüro, vom gesamten Fahrteam und besonders von mir, Ihr Gemeindereferent Steffen Büdel. Bis zum nächsten Mal.